Wir haben einen Kontrollultraschall wegen dem Bluterguss. Wie oft möchte Corby in letzter Zeit noch seinen Haustürschlüssel vergessen? I like it, aber es ging irgendwie schneller als gedacht. Ich fand die Arme so krass. Ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein Scherz. Das können die nicht ernst meinen. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Es ist eigentlich schon Mittag, denn ich darf mir jetzt endlich was zu essen machen. Ihr wisst ja, dass ich immer noch morgens fast bis 12 Uhr, also vor 12 gibt es nichts zu essen. Auch wenn ich so wie heute was früher aufstehe. Ich habe heute schon Calls gehabt, habe Rechnungen gemacht, habe Papierkram gemacht. Den ganzen nervigen Teil. Aber aktuell stehe ich extrem auf Toast. Und eigentlich esse ich ja nicht so viele Carbs, aber Weißbrot, Toast, einfach nur mit Frischkäse und Gurken ist absolut mein... Heißt das Guilty Pleasure? Nee, ich habe keine Ahnung. Wie heißt denn das? Obsession? Nee, ach, ihr wisst doch, was ich meine. Also schnell ein Toast geschnappt. Ab in den Airfryer. Das ist übrigens auch unser Toaster. Also wir machen da drin auch unser Toast. Dann werden Gurken geschnibbelt und nebenbei auch ein bisschen gesnackt. Jetzt Frischkäse auf Toast. Und da ist ja gerade Hans einfach gekommen. Hallo. Wie random, der ist einfach aufgetaucht. Ich bin einfach gespawnt. Dann Frischkäse verstreichen. Da könnt ihr auch ruhig ein bisschen mehr nehmen. Es muss auch nicht der magere sein, weil es ja ansonsten macht eher nichts drauf. Dann Gurke, 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 Gurke. Und jetzt könnt ihr noch anfangen hier mit Gewürzen und so. Aber das mache ich nicht. Das ist so lecker. Ich jeden Tag. Knusper, knusper. Mm. So. Ich glaube, müsste gut sein. Ja, ist trocken, danke. Ach, Freunde, Corby muss mir helfen beim Haare föhnen. Mach ich doch gerne. Weil es so anstrengend ist. Guck mal, ich habe richtig hier überall Pickel bekommen über Nacht. Und es juckt auch alles voll. Und mein Rücken juckt auch. Es juckt alles gerade so richtig doll. Jetzt will ich einen Toast mit Gurke. Oh mein Gott, Freunde, was ist hier passiert? Ich verstehe es nicht. Es ist so kalt. Ich beschwere mich aber nicht. Ich freue mich sehr darüber, weil ich ja die ganze Zeit so mit der Hitze zu kämpfen hatte. Also ich habe ja die ganze Zeit gehofft für kühleres Wetter. Deswegen, I like it, aber das ging irgendwie schneller als gedacht irgendwie, oder? Es war doch der letzte warme Tag jetzt vor ein paar Tagen, wo noch alle auf Instagram irgendwie in Schwimmbädern und Pools waren und meinten, boah, wir genießen den letzten Tag. Und rums am nächsten Tag waren es einfach gefühlte Minusgrad. Also vom Feeling her, weil der Unterschied halt so krass ist. Ich bin den ganzen Tag richtig am Zittern und mich hier am Einkuscheln und naja, aber ich find's sehr schön. Ich habe gerade eben mein zweites, oder nee, mein drittes, glaube ich sogar, Toast mit Gurke und Frischkäse gemacht. Da hat Corby mir was gezeigt, das ist wirklich... Und jetzt rufen wir mal Jule zusammen an. Die hat nämlich heute Geburtstag. Und übrigens, Herr Mahoney. Was denn? Lauschen Sie. Ja. Ich habe unter den Vlogs gesehen, dass die Leute mich in Schutz nehmen und sagen, Mone, gar nicht schlimm, ich finde das cool, wenn du immer sagst, was gemacht wird, weil sonst ist es so voll random von der einen Szene zur nächsten. Einmal sitzt ihr auf der Couch und plötzlich seid ihr Minigolf spielen. Voll gar keinen Sinn. Ja, okay. Aber da sind wir anderer Meinung, ja? Na, ich mache es einfach und du machst es nicht. Okay. Nee, das ist jetzt unnötig. Ach so, okay. Aber wir rufen jetzt Judith an. Komm. Dieser Moment, wenn man merkt, dass man die ganze Zeit mit einer Zoom-Kamera gefilmt hat und das Handy gefühlt hier die ganze Zeit war. Ja. Ich habe dir mal eine schöne, unreine Haut gesehen, aber ist auch kein Problem. Guten Morgen, Freunde. Guten Morgen. Heute ist Freitag, der 13. Und ich habe einen Demotivation-Tag. Einen Tag, an dem ich keinen Bock habe. Ja, das ist so am Freitag, der 13. Das habe ich wirklich sehr selten. Das hast du wirklich sehr selten. Schreibt mal in die Kommentare. Seid ihr so abergläubig? Habt ihr Angst vor dem Freitag, den 13. oder denkt ihr so, oh, geiler Tag? Du bist geiler Tag, ne? Ja, ich sag, heute wird ein guter Tag. Ich bin immer so, oh, ich weiß nicht. Schauen wir mal, was wird. Ich habe mir gerade einen Kakao gemacht, keinen Kaffee. Hervorragend. Ich kann nämlich, seitdem ich Prego bin, keinen Kaffee mehr trinken. An dem Tag, an dem wir erfahren haben, dass wir schwanger sind oder einen Tag später, glaube ich, habe ich mir sofort entkoffinierte Bohnen gekauft und seit diesem Tag einfach nicht einen einzigen Kaffee getrunken, weil ich irgendwie, wenn ich jetzt so daran denke, so einen warmen Kaffee zu trinken, dann boah, nee, wird mir direkt schlecht. Ich kann das irgendwie nicht mehr. Auch so den Geschmack von Kaffee.
Nee. Habe ich gerade keine Lust drauf, deswegen ist es jetzt heute mal zum Kakao geworden. Habe ich auch ewig nicht mehr getrunken, aber schmeckt hervorragend. So, ich mache mir jetzt schnell was zu frühstücken. Für uns geht es nämlich gleich zur Kinderwunschklinik. Wir haben einen Kontroll-Ultraschall wegen dem Bluterguss. Da soll einmal drüber geschaut werden. Und ich bin sehr nervös, weil halt heute Freitag der 13. ist. Aber das wird schon. Jetzt mache ich mir hier erstmal Breakfast. Bradley. Übrigens ein kleiner Hack, bei einer Gurke schneidet man ja immer das Anfangsstück ab, weil das immer so eklig trocken wird. Wir nehmen das immer und tun das da drauf und jetzt habe ich neu mit so einem Zahnstocher einfach immer, weil dann habt ihr immer nur eine Scheibe, die halt wegkommt und nicht jedes Mal, wenn man die Gurke neu anschneidet, dass die so trocken ist, bleibt sie fresh. Dann kommt das so. Eins mit Käse. Ein bisschen Käse für Juli. Eins mit Veggie-Wurst. Das ist mein Festschmaus für heute. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Leute, ich flippe aus. Wie oft möchte Corby in letzter Zeit noch seinen Haustürschlüssel vergessen? Er hat schon wieder seinen Haustürschlüssel und den Autoschlüssel vergessen. Junge, wie oft möchte dir das noch passieren in letzter Zeit? Warum nimmst du eine Handtasche mit, wenn da kein Schlüssel drin ist? Weil du dafür zuständig bist, einen Schlüssel mitzunehmen. Aber nein. Ist doch egal, ob ich jetzt einer bleibe oder nicht. Ich verlasse das Haus seit Tagen nicht. Wie oft ist dir das in den letzten 7 Tagen passiert, dass du den Schlüssel nicht mitgenommen hast? Boah, das wär's jetzt gewesen. Können wir froh sein, dass die Nachbarn da sind. Sonst wären wir nicht mehr pünktlich zu unserem Termin gekommen. Freitag der 13. Toll. Fängt ja schon gut an. Aufgeregt? Ja, haben sie Gott sei Dank nochmal rechtzeitig geschafft, ne? Nur damit ihr mal versteht, in welcher Lage ich mich immer befinde. Wir sind, also der Termin ist um 12 und um 11.43 Uhr sind wir auf dem Parkplatz gefahren, ne? Ja, lieber, ja, weil ich hier schon immer einberechne, dass du vielleicht mal wieder den Schlüssel vergessen könntest. Weißt du, was du brauchst? Wie bei Sorry 101 brauchst du so einen Schlüssel um deinen Hals. Es gehört zur deutschen Höflichkeit, dass man nicht kurz nachkommt, sondern vielleicht ein paar Minuten früher. Okay. So sieht's aus. Wie fühlen Sie sich? Kurz an mich. Aufgeregt vor einem Termin am Freitag, den 13. Kleiner Champion, deswegen kann das, auch eine Sie sein. Er kann auch eine Sie sein, ist völlig egal. Wow. Oh, guck mal, das Ärmchen. Oh nein. Freitag der 13. ist ein Glückstag. Wir machen jetzt, wie unser Champ gerade gemacht hat. Habt ihr das gesehen? Ja, jetzt war. Hä? So richtig krass, die Arme. Ich fand die Arme so krass. Ey, wirklich, es ist. Ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus, wie toll, ne? Das ist so verrückt, oder? RCS ist am Dancen, ey! RCS ist am Dancen! Unser Champ! Die Arme, ich komme auf die Arme nicht klar. Es war die ganze Zeit so eine krasse Bewegung, so der ganze Körper. Und auf einmal kommen die Arme so richtig so... Doch, Ärmchen! So eine richtige Michael-Jackson-Moves. Nach diesem freudigen Erlebnis sind wir wieder zu Hause und hier müsste theoretisch was drin sein, was wir eigentlich für Juli, ne? Haben. Oh, sieht aber klein aus. Hä? Juli, komm mal gucken. Guck mal. Oh mein Gott, wir haben dir was bestellt, Schatz. Ja. Er denkt sich jetzt, Gott, wer weiß, was er bekommt. Aber dann ist es nur so eine Treppe. Der Bezug sieht aber schön aus, Jules. Guck mal. Ja. Take out. Ist es für dich? Ist das für dich? Guck mal, wie glücklich. Das ist auch wieder so ein Ding, wo man bis zu 48 Stunden warten muss. Oh, okay. Guck mal, direkt Puzzlebürsten zum Saubermachen. Oh nein, wie süß. Sollen wir gleich mal hochgehen, das ausprobieren, Juli? Interessiert ihn, glaube ich, nicht. Ist ja auch nichts für ihn. Ist ja nur für uns, dass er hoch kann. Hä? Und das muss man jetzt noch 48 Stunden stehen lassen? Wie das sieht das wirklich klein aus. Also ich sag ehrlich, ich glaube, das reicht. Nee, wir testen jetzt mal. Das muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr in die Ecke. So. Jetzt muss das ja irgendwie noch hier drüber. Ja, das muss man, glaube ich, quetschen. Muss ja auch richtig stramm sein. Jules, ich spiele jetzt nicht mit dir. Wir sind hier gerade schwer beschäftigt. Wir bauen hier gerade den Thron auf, okay? Naja, König. Nur die Leiter. Die Leiter für den König. Aber süß sieht es schon aus, irgendwie. Also eine richtige Prinzessin. Guck mal, Jules, was sagst du? So, hier hoch.
Wir gehen das direkt ausprobieren. Oh Gott. Guck mal, das ist auf jeden Fall höher als das, was ihr jetzt benutzt. Oh ja, wirklich. Okay. Wenn auch nur minimal. Das sieht auf jeden Fall schöner aus als diese hässlichen Dinger. Ja, das ist ja das, was ich meine. Da wird der, glaube ich, er hat nicht so diesen... Die Mutter hat mal wieder recht gehabt. Ich glaube nicht, dass er da hochgehen wird. Hä, warum ist das jetzt so klein? Ja, weil es von der Höhe größer ist, aber er hat zu wenig Fläche. Jules, komm her. Hey, komm mal hier. So, Schatzi, guck mal, wir haben jetzt was Neues. Kannst du da hoch? Das Ding ist, er hüpft halt einfach ohne hoch. Was ist das denn jetzt für eine Verarsche? Nee, komm mal runter wieder. So, du musst mit der Treppe hoch. Guck, das Ding ist, nachts, wenn er nachts hoch will, hüpft er halt nicht, sondern macht das. Und dann steht er da eine Stunde. Mit der Treppe, Juli. Hier ist eine Treppe. Guck mal, hier kannst du hoch. Guck mal hier. Hallo. Guck dir mal den Spider-Man an. Guck mal, wo läuft der Spidey lang? Hier. Jawohl. Yes, super. Jawohl. Aber das sieht trotzdem, glaube ich, zu tief aus, ne? Ja, aber er muss es nur 2-3 Mal lernen. Okay, komm wieder runter. Hoch. Jawohl. Fein. Klasse. Ich glaube, das wird nix. Wie findest du meine Unterschrift inzwischen? Ja. Besser, ist oder? In Ordnung. Der ist doch voll cool geworden. Ja, sieht schön aus. Meine Unterschrift war früher so hässlich. Ja, du, ich muss im Allgemeinen sagen, Kobis Handschrift ist wirklich ganz schrecklich. Du hast eine schlimme Handschrift. Ja, das stimmt. Aber, Freunde, wenn ihr eine dieser wundervollen Autogrammkarten von uns aus New York haben wollt, dann könnt ihr jetzt im Schlemmerstübchen-Shop vorbeischauen, denn der ist wieder eröffnet. Es gibt Soßen. Mhm. Ihr könnt die jetzt einzeln kaufen. Ihr könnt die aber auch weiterhin bundeln mit tollen Rabatten. Fruchtausstriche, also Marmeladen, sind auch noch am Start. Und ihr erhaltet zu jeder Bestellung eine dieser Autogrammkarte. Wundervollen Autogrammkarten. Von uns, handsigniert. Yeah. Link ist in der Infobox. Während Kobi gerade unten weiter Autogrammkarten unterschreibt, ich bin schon fertig mit meinem Teil, habe ich jetzt gerade mal so langsam angefangen, ein paar Sachen hier schon mal in den Kleiderschrank einzuräumen. Jetzt noch überhaupt nicht viel. Erstmal nur so ein paar Pullover, die schon mal frisch gewaschen sind. Wir räumen ja so Stück für Stück erst alles rüber. Ich wollte jetzt auf jeden Fall gleich nochmal bei Amazon schauen, weil ich so Trenner für die Schubladen holen wollte. Nicht für jeden, aber gerade so für die oberen zwei wahrscheinlich, wo so Unterhosen, Socken, kleine Crop-Tops und sowas drin sind. Das finde ich immer ganz praktisch. Das haben wir nämlich bis jetzt nie gehabt und das hat immer für großes Chaos gesorgt. Bei Kobi ist auch noch nichts drin. Und bei der Seite hier, das ist ja so der Handtuch. Oh, hier habe ich die Kleber vergessen. Oh, das muss ich noch abpetteln. Das wird ja so die Handtuch-Bettlaken-Krimskrams. Seite. Dementsprechend ist jetzt hier nur ein bisschen Bettlaken drin. Wie ihr schon seht, irgendwie ist das nicht viel. Wir haben dieses Bettzeug, dann das Beige davon, das ist aber gerade in der Wäsche. Und irgendwie von dem hier, wie ihr seht, 2 Stück, aber ein Kopfkissen fehlt. Und hier ist irgendwie nur ein Bettbezug. Also irgendwie fehlt hier ein bisschen was. Naja, vielleicht treibt sich das irgendwo noch auf, sonst müssen wir auch da mal uns ein bisschen was Neues zulegen. Ich bin auf jeden Fall sehr happy. Super, super. Holt das Geld nach Hause, Schatz. Wir haben immer noch einen Pfandbon am Kühlschrank kleben, den bin ich eigentlich nicht. 2 Stück. Ich wollte dich was fragen, weißt du, was ich krass faszinierend finde? Wenn Leute ihr Leben so krass im Griff haben, dass sie nur so 4, 5 Pfandflaschen beim Einkaufen wegbringen. Ja, weil also jedes Mal. Die bringen das ja so regelmäßig weg. Ja, das stimmt. Auch hallo, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück. Jetzt muss der Schrank erst abgebaut werden und dann muss ich mich mal mit dem Rohr da auseinandersetzen. In der Hoffnung, dass ich das hinkriege. So. Ich bin bewaffnet mit einem Eimer und einer Rohrzange. Und natürlich einem neuen Siphon von IKEA. Ja, schauen wir erstmal, ne? Da brauchen wir ja gar keine Rohrzange für. Woher kommen denn die Haare schon wieder her, ne? Ja, widerlich. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Teile werden denn überhaupt alles ersetzt? Das ist doch nur so ein Einsteckrohr, ne? Jetzt hat sich wieder alles mit. Nur nicht das, was soll, ne? Oh Gott, was ist denn das hier eigentlich auch für ein Gerät? Hä? Ah, das ist der Stopfen. Der muss doch bleiben, oder? Oder gibt es danach keinen Stopfen mehr? Ich muss Papa anrufen. Ja, du, zeig mal deine Hand. Jo. Ja, Papa ist jetzt da. Ich habe ihn nicht nur angerufen, er ist direkt vorbeigekommen. Jetzt ist aber mit Sicherheit auch allein. Oh ja, mit Sicherheit. Wenn du noch ein bisschen getüftelt hättest.
Ja, vielleicht. Danke dir. So, fertig sind wir. Wir machen jetzt direkt den Wassertest und hier mit Licht quasi, damit wir mehr sehen. Okay. Oh, ja, siehst du, super. Das scheint ja toll zu funktionieren, Ikea. Schrank steht, jetzt ist nur die Frage, ob die Schublade auch reingeht oder ob es nicht passt. Ist sie drin? Ja. Ach, ja, das hört sich gut an. Das hört sich gut an, weil da ist nämlich was Grünes abgegangen. Ja, das muss so sein. Also, das gehört so. Geht trotzdem nicht zu. Nein, okay, aber was wollen die denn dann von mir? Was soll ich dafür kaufen? Okay, es wurde jetzt hier nochmal was verändert. Es wurde nochmal ein Stückchen nach hinten verschoben. Aber ich muss nochmal testen. Wasser an, aus, Vollgas, heiß, kalt. Das sieht aber gut aus. Ja. So aus. Ja, okay. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Passt es jetzt oder passt es immer noch nicht? Wenn es jetzt immer noch nicht passt, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann muss der Schrank aus dem Fenster. Dann haben wir nur eine untere Schublade. Das ist so aufregend. Nein, ich glaube nicht. Ich fürchte nein. Boah, das ist ein Scherz, oder? Okay, ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein Scherz. Das können die nicht ernst meinen. Okay, Freunde. Neuer Versuch. Ja? Freunde, wir haben komplett gebastelt jetzt mit Kabelbindern und hin und her. Das wollt ihr gar nicht sehen. Fragt einfach nicht. Das ist anscheinend wasserdicht und jetzt musst du noch passen auch. Bitte. Oh, mein Gott. Okay. Hier ist auf jeden Fall schief. Hier muss ein bisschen eingestellt werden. So, nach dem Drama haben wir das Endergebnis jetzt gezeigt. Ich weiß es nicht. Oh. Wenn nicht, dann zeige ich es euch gleich noch, Freunde. Das hier ist das fertige Endergebnis. Nur kurzer Einblender, damit ihr nicht wieder sagen könnt, ihr habt das ja gar nicht gezeigt. Ja, es hat jetzt hier hinten soweit alles funktioniert. Auch wenn es halt wirklich eine Konstruktion ist. Ihr seht da mit Kabelbindern hin und her und gedreht und gequetscht. Aber es ist wasserdicht und es passt. Es hält, es ist fest. Mit den Füßen, wie ich mir das vorgestellt habe, die ich bestellt habe selber und so, es hat alles astrein funktioniert, also top. Aber jetzt gibt es erstmal was zu essen. Und zwar Spinat mit, Stäbchen mit Kartoffelbrei und bei Frau Mahoney noch mit Spinat. Yeah. Bei mir gibt es einen Salat dazu als Basis und wir gucken This Is Us! Woo! Ganze Serie. Bisher echt gut. Ja. Erste Staffel ist durch und top. Guten Hunger. Oh Gott, ich bin geflasht von dir. Gott, es hat gematcht mit dir. Wow.